So, Matt muss heute noch warten. Weil ich nämlich gesehen habe. War das hier? Ja. Hier oben. Uralte Relikte. Eine Karte mit der folgenden Nachricht. Während meiner Abenteuer auf Aurora bin ich auf eine interessante Karte gestoßen. Leider wurde ich von bewaffneten Söldnern vertrieben und war deswegen nicht in der Lage, diesen Fund angemessen nachzugehen. Kann ich hier irgendwie nicht glauben, dass sie da Schwierigkeiten hatte? Ich habe schließlich die drei Teile gespielt. Vielleicht hatte sie ihre Tage. Ah, das kann gut sein. Es kam mir wie eine solide Spur vor, also sollte es kein Problem sein, sie wiederzufinden. Der Gletscher in der Nähe kühlt das Gebiet ziemlich stark herunter, daher würde ich zu angemessener Kleidung raten, aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Der Rest ist nur eine Frage des Verstands. Lara Croft. So, ich habe natürlich nachgeguckt, wo das sein soll. Bei dir ist wieder das Gas aktiv. Oh, nö, ne? Wieso hat sich die letzte schon wieder angeschaltet? Wir schalten das mal ab und dann lädt er eh nochmal neu. Ich glaube nicht, dass wir nochmal durch Gas latschen wollen. Okay. Es hat gereicht. Das wäre so, wenn wir jetzt noch den Terminator aktiver hätten. Ja, das wäre echt nervig, wenn die noch daneben bei rumrennen würden. Ja, der Gas und Terminator. Oh, das ist hardcore. Das wäre doch noch eine krasse Kombi. So. Okay. Dann grüße ich noch den Niki, der ist auch wieder da. Hi Niki. Hoffe, dein Urlaub war schön. So, jetzt muss ich irgendwo Schneegebiet suchen. So viel weiß ich halt auch nicht davon. Ich muss da irgendwo Solid Peak. Das ist ein Spawnpunkt. Solid Peak. Ja, ist ein Spawn. Solitary Peak? Könnte auch sein, wo ist denn das? Das ist Silent Mountain über dem Round Lake. Ziemlich in der Mitte. Hier? Ja. Im Bereich? Da. Ja, genau. Da müssen wir hin und müssen dann ungefähr hier hoch. Okay. Na, dann probieren. Gucken wir doch mal. Daher mal jucken. Jucken? Weil wir müssen nämlich zuerst dorthin, um das irgendwie so sozusagen zu aktivieren, damit wir dann zu drei weiteren Punkten müssen. So ein bisschen. Soll man denn da drauf kommen? Von dem Bild her, weil da sind viele Berge. Ja. Das sind sehr viele Berge, auch mit Schnee. Ja, deswegen habe ich nämlich nachgeguckt. In weiser Voraussicht. So, müssen wir mal hochlatschen, weil da ist jetzt keine andere Möglichkeit, wo ist oder so. Da angepinkt ist es. Mäppchen. Da lang. In dieser Richtung so. Na dann lass uns mal Bergziege spielen. Jo. Mal gucken, ob das funktioniert. Also bis jetzt bin ich nicht weggerutscht. Das erste habe ich geschafft. Ich auch. Hier rutsche ich runter. Ich muss bestimmt hier lang gehen. Oh. Jupp. Das ist aber ein komischer Stein. Hä? Ach, das ist ein Depot. Depot? Hier, guck mal, wo ich stehe. Das sah irgendwie aus wie ein komischer Stein. Tatsächlich. Sensorwerfer, Scharfschützengewehrteile. Ach, guck mal, da kommen Arschlöcher. Wolfs. Kappen. Wolfs am Morgen vertreiben, Kummer und Sorgen. Sind ja auch Lappen. Wir sollten auch mal zur Schule gehen. Sowas von. Man sieht dann so uralte, also so diese von den Mayan etc. könnte man sagen. So ein Portaleingang. Wie soll das aussehen? Zwei Pfeiler sind das. Pfeiler? Pfeiler, Pillar.
Blümchen pflücken. Blümchenpflück-Simulator 2020. Richtig. Aber wo das ganz genau ist, weiß ich halt nicht. Das muss hier irgendwo oben sein. Ich wollte schon so ein bisschen selber suchen. Ja, ja, schon klar. Alles vorgebetet bekommen ist ja auch Mist. Kann halt auch noch höher sein, ich weiß es nicht. Ja, höher kommst du doch fast gar nicht. Ja, deswegen. Dieses kriegst du keinen Kälteschaden. Ja, ein Glück. Ach, da ist es. Oh. Warte, 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 das ist noch höher, das ist noch höher. Okay. Ja. Okay. Ah ja, da sind zwei Pfeiler. Ja, okay. Kommst du aber von hier nicht hin? Nee, das sieht aus, als ob auf der anderen Seite so ein Weg dahin führt. Vielleicht hoch. Oh, Junge. Bitte, komm, geh hochartig. Ja, so, hier, brav. Hier bei dem dünnen, da kommst du hoch. Bisschen schräg. Ich muss erstmal zu dir hochkommen. Ja. Ich war ja schließlich in Kamera. Ja, meine Ausdauer ist gleich weg. Einfach normal laufen, das geht hoch. Zack. Und auf der anderen Seite, also auf der Seite da so lang, ja. Sieht's aus, als ob da so ein Weg dahin führt. Okay, müssen wir aber trotzdem erstmal. Das sieht trotzdem schon cool aus. So. Auf jeden Fall schön kalt hier. Jo. Ja, so kalt kann es nicht sein. Guck mal, hier ist grün. Nee. Hat die Sonne eingeschienen. Oh, schade. Hat hierher geguckt. Mal hier Bergsteiger-Simulator. Bergziegen-Simulator. Bergziegen-Simulator, finde ich gut. Da unten runter, da zu dem da? Ja, genau, zu dem. Okay. So, ich rutsch mal. Keep on rolling, baby. Das gibt schon in der Unterhose. Recht kühl. Schuhe sind schlimmer. Weiß nicht, Schnee in der Kimme? Hm. Das hätte man auch nicht so angenehm. Mit dem Helikopter hinfliegen können. Ah, jetzt sind wir gelaufen. Oh. Ich hoffe, das Spiel weiß, dass wir nicht Lara Croft sind und nicht so springen können. Er liegt hier mal. Der ist tot. Der ist im Arsch. Nee, der ist, glaube ich, einfach ein bisschen steif gefroren. Relikte. Das brauchen wir nämlich, um zu wissen, wo es dann zum nächsten hingeht. Sonst ist es nicht aktiv. Ja. Aber, hallo? Was ich sagen muss, ist, hallo? Die kleine Insel sieht außergewöhnlich aus und könnte in einem der Biome im Westen von Aurora liegen. Es ist wenigstens weitaus ein größerer Hinweis als alles andere. Da müssen wir nämlich diese drei Steine dann da einfügen. Dafür müssen wir nämlich dann... Hallo? Bist du? Bist du? Die kannst du nicht öffnen. Du musst drei Steine reinpacken. Die müssen wir nämlich jetzt besorgen. Ach so? Hm? Ja, der ist aber auch leicht steifer. Ja. So, diese... Ah, da, 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 da. Da müssen wir hin. Was? Wo? Wo? Wie? Was? Auf der Map habe ich das gemarkert und müssen zu Biwak am Nils Beach. Rechts davon. Dass das da ist, weil es gibt ja noch mehrere Inseln. Nee, das ist genau die. Okay. Ich hab ja nachgeguckt. Lara schaut einfach in jedem Game gut aus. Naja, bei Tomb Raider 1 ist er noch ziemlich verpixelt. Ja. Und 2 und 3. 4 geht schon langsam. Ja. Ja, da brauchen wir eh die. Und wenn man ehrlich ist, sind die ersten Tomb Raider sau schwer.
Also das erste hatte ich fast durchgespielt. Ich habe sie alle durchgespielt, aber trotzdem, wenn man so sieht, sind die sau schwer. Respekt, Schatz. Wieso Respekt? Dass du die allerersten durchgespielt hast. Mhm. Respekt. Hat auch echt Spaß gemacht. Aber sie sind halt sau schwer. Und Mutti hat dann auch oft geweint, mach mal. Sie konnte dann so gerade die Jump and Run oder ja, wo du dann schießen und rennen musstest. Das hat sie dann nicht mehr hingekriegt. Hey, die Pyramidentitten haben auch ihren Charme. Ja. Wenn man auf sowas steht, Niki. Ja, früher sahen ja die BHs auch so aus, ne? So ding, ding. Ja, yeah, das stimmt. Die hatten ja schon so diese Form dazu. Mhm. Das ist einfach nur von den 30er Jahren nachempfunden. Ja, kann ich klagen, Fiona. Kann ich klagen. Schön, dass du da bist. So, wo ist der Helikopter wieder? Da unten. Das ist doch das, wo... Ah. Wo der da unten steht. Und ich dann immer Bergziege spiele. Das ist eine perfekte 3-Punkte-Landung gewesen von mir. Aua. Ach, ging noch. Nicht zu dir, ne? Nö, bin schon unten. Ups. Mal auf den Peppes runterrutschen, damit er wieder warm wird. Halt doch mal ruhig. Alt. Aua. Aua. Kannst du ja alleine fliegen. Wenn du deinen Co-Piloten so kaputt machst. Ja, kannst du mal gucken schauen, ne? In Bayern laufen nicht die Hübschesten rum. Ja, Niki, weißt du, wie man diese Menschen nennt? Nutten. Ja, war im Rotlichtviertel. So, also muss ich gucken. Ich glaube, da kannst du nicht landen. Nee, nicht wirklich, aber... Da ist auf jeden Fall irgendwie so. Guck mal da, auf dem hier vorne ist so eine... Figur, auf dem ist auch so eine Figur. Ja. Da ist ein Bötchen. Boah, da kannst du im Prinzip nur von oben aus der Luft ran. Damit klettern haben sie es ja nicht so. Ja. Du schätzt jetzt zu probieren, runterzuspringen. Oh. Ich fliege extra höher. So. Ich hoffe, es reicht, wenn einer das hat. Kann ich dich wenigstens mit dem Heli abholen? Wieso kann ich? Ey. Ich konnte noch nicht mal lenken. Das ist krass, das ist böse krass. Ich konnte nur fallen, aber ich konnte nicht lenken. Alter. Fallschirme sind dabei deaktiviert. Muss ich gerade gucken, wo war denn der, dass ich zu dir komme? Also ich bin nicht hier irgendwo. Du bist schon wieder gespawnt. Ja. Ah, da unten. Hier an der Klippe. Mhm. Ah, da. Du musst ja nur nah genug ran. Ah, ich muss gerade gucken. Das passt so noch. So, Bäume dürften hier nicht so... Aber weiter vor kann ich nicht. Zeig mal den Heli auf deinem Bild. Damit ich die richtige Höhe kriege. Vor. Ja. Hallo? Ja, musste nochmal gedrückt halten, weil er sich ja auch noch ein bisschen bewegt. Okay, ich bin gerade geschwebt. In der Luft. Die Sache ist die, man weiß nie, aus welcher Richtung man aussteigt. Hm. Ich bin der Meinung, dass man da eventuell auch irgendwie kommen. Ja, nur wie? Da drinnen, da unten im Sockel ist irgendwie was. Nicht für die waren wir auch, aber die sahen ganz schön durchgebumst aus. Niki, nachdem du da warst, wo sahen sie dann aus? Ich kann da aber auch nichts erkennen.
Ich steig mal aus und guck. Und aus der. Ach, aus der Höhe kann ich ja nicht aussteigen. Ja, das ist ja das Problem. Bis Silvester steigen wir einfach beide aus. Okay. Arme Edi, wieder nach fast eine Million in den Sand setzen. Ah ja. Okay, dann springen wir raus. Jetzt diesmal machst du den Fallschirm auf, du Troller. Okay. Nee, echt, ey. Vielleicht war das nicht hoch genug für sie. Hm. Keine Ahnung. Da kann ich ja noch im Heli bleiben, deswegen. Baum. Oh. Nein. Trotzdem jetzt mal, ob hier unten irgendwas ist. Die wollten Perso sehen. Ach Quatsch, Niki. Die haben sie angehört und haben gesagt, na mein Hübscher. Wollen wir mal. Und Fiana, bist du froh, letzten Arbeitstag? Ich kann hier noch nicht mal aus dem Wasser raus. So. Oh! Alter! Wieder so ein dämlicher Scheiß-Tricksbaum, ey. Den hast du aber gut rasiert, du. Müsste mal gestürzt werden. Ich bin im... Was? Oh toll, den Bug hatte ich auch schon. Das ist der gleiche, den ich hatte. Ach, schön. Wow, ich bin gut gelandet. Wow, das Teil packt aber, ey. Echt elegant. Wie kommt man jetzt hier hoch, außer... Keine Ahnung, ich muss mal... Ich bin unter den Stein gebackt. Ja, das ist mir auch eben passiert. Ich muss zum Biwak zurück, sonst funktioniert das nicht. Oh, ich hänge jetzt... Okay, das ist eine verbackte Ecke. What the Leicht. Fuck? Ich hol schon mal den nächsten. Ja. Lady. Ich komm dann mal. Ja. Wir müssen mal gucken, was das Ding kostet. Nimm den billigen. Reicht vollkommen aus. Okay. Ist doch so eine Dämmigkeit. Ja, ich wollte mich umdrehen. Achso. Eigentlich, um ein bisschen da vom Rand wegzukommen. Ja. Und was macht sie? Sie springt da runter. Ah. Es ist, also die Steuerung ist manchmal echt zum, ja, weißt du Bescheid. Setzen. Sechs. Du darfst. Ey, es ist schon eine 7. Naja, mein. Nee, mit dem Standpunkt da vorne hätte man auch nicht runterspringen können. Wegen der Sprungplattform, weißt du? Mhm. Ja, ich versuch's jetzt nochmal. Ja, dann springen wir raus. Ich komme gleich hinterher. Oh, mein anderer Heli hängt noch da. Hallo? Mach deinen scheiß Fallschirm auf. Sonst raucht's. Nein! Nein! Ich schaff's nicht. Ich hab's drauf geschafft. Gerade so. Ich bin mit im Glück. Wasser. Hättest du denn nicht eigentlich zu mir porten? Dafür muss ich erstmal sterben, oder? Nee. Ja, warte mal. Hätte ich auch so gehen. Komm mal, schnell reise. Müsstest du eigentlich, glaube ich, hier mit auf der Insel sein? Hä, hey, du weißt. Ja? Auf der anderen Seite der Insel. Gut. Oh, toll. Hm. Ja. Naja, ich bin jedenfalls schon mal hier.
Das ist nämlich der Stein hier. Ja, dann gönn dir. Uraltes Relikt. So, erste Schlangenstein. Und jetzt das nächste Fundstück. Hast du es auch? Nö. Nö. Okay, das heißt, ich muss dich hier noch rüberkriegen. Das ist es. Jade, oh. Also ich glaube, ich muss mal kurz Jade sammeln. Ja, was willst du denn mit Jade? Nee, der spawnt mich immer hier auf der Ecke. War doch eigentlich, wenn man so sieht, auch noch anders hinkommen, wie nur über Jedi. Also ich... Warte. Was das ist denn? Da ist es so das Blöde, dass man hier nicht alles sehen kann. Durch diese Sträucher und ich habe meine Kettensäge nicht mit. Hm, hast du die wieder zu Hause gelassen? Ja, leider. Guck mal, ob es hier irgendwo anderen. Ding ist auch so komisch abgefallen von Stein her. Du kommst ja da eigentlich gar nicht hoch. Jetzt. Jade. Aber ich kann hier ja noch nicht mal bei den Steinen raus hier. Ja, deswegen ja. So wie es aussieht, gibt es hier keinen Punkt. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich an meinen Heli nicht zurückkomme. Nee, aber dafür liegt hier, glaube ich, das Boot. Jetzt das bin ist ich toll, hier. Aber du kommst dadurch nicht hier hoch, deswegen. Weil das Boot auch ziemlich, Eigentlich ist das Boot auch schon abgesoffen. Ja. Leute, habt ihr das gesehen, ey? Das war ein Meisterstück, ey. Oh. Was ist mit dir? Nur guck mal, wie du bei mir hier am Banken bist. Nett. Du kannst doch da hochklettern, ne? Ja, hier komme ich raus. Okay. Machen wir die Sicht auf den Heli. Hm, ist schon so weit? Ja. Ich dir nicht vertrauen würde, würde ich ins Wasser springen. Ist okay, ich muss dann noch ein Stückchen weiter an Land. Ja. Warte. Ja. Irgendwie. Warte, ich gehe noch ein Stückchen zurück wieder. Ich glaube, ich hab schon wieder einen Bug. Weil ich bin komplett unter Wasser. Hey, solange du nicht abnimmst, kannst du der Flipper Konkurrenz machen. Da jetzt raus. Noch gebadet. Vor? Nee. Nö. Ich komme auch nicht weiter. Hä? Nicht. Kannst du bei der Insel noch ein Stückchen weiter hochgehen? Warte. Ah! Jetzt bin ich wieder fest in den Bug rein. Wieder fest. Der zeigt mir das auch rot an. Verlassen? Was soll ich denn verlassen? Das ist doch voll kacke.